Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Und zwar haben wir hier einen Mini-PC, den Geekom AS5. Der wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Die Leute, die bei mir im Livestream mit dabei waren, die wissen das auch, dass dieses Video kommt. Das ist eher so eine Office-Kiste, mit der kann man auch daddeln. Jetzt nicht hier AAA-Titel oder so, aber Valorant und so funktioniert tatsächlich ganz gut. Die Benchmarks habe ich auch gemacht, sehen wir später noch. Hier drin ist ein Ryzen 9 5900HX, 32 GB 3200 MTS RAM und eine 1 TB Kingston NV2. Grundsätzlich muss man sagen, die Kiste kostet 650 Euro. Das ist natürlich schon ja, eine Menge Geld für so einen kleinen PC mit den Specs. Aber es ist ja immer so, je kleiner es wird, desto teurer wird es. Und es gibt halt Leute, die kaufen sich Smartphones für 1200 Euro. 650 geht dann schon noch irgendwo klar, wenn man einfach nur einen kleinen PC braucht. Der ist für alle gängigen Sachen so geeignet. Also Videoschnitt funktioniert damit tatsächlich auch. Ich habe einfach mal aus Spaß ein Video geschnitten. Das hat wirklich funktioniert. Es dauert natürlich länger. Ihr könnt das jetzt nicht vergleichen mit einer stationären Kiste, wo eine fette Grafikkarte drin ist, Hardware-Encoding und so weiter. Aber man kann damit Videoschnitt betreiben. Ich würde auch sagen, wir schnacken gar nicht lange. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, was in dem Ding so verbaut ist, beziehungsweise wie das aufgebaut ist, was an Zubehör mit dabei ist. Das ist auch noch ganz interessant und halte eben hinterher die Benchmarks. Kommen wir erstmal zu der Kiste an sich. Geekom AS5, powered by Asus, das liegt an dem Mainboard. Die Anschlüsse, die hier vorne zu sehen sind, da kommen wir gleich zu, wenn wir uns die Kiste genau angucken. Ryzen 9, da ist ein 5900HX drin, das ist ein 8 Kerne mit 16 Threads, kann sich bis zu 4,6 GHz erlauben. Liegt auch ein bisschen immer an der TDP, die Kiste wird auch schon ziemlich laut, also wenn man die belastet, werden wir gleich auch noch sehen. Radeon Graphics, ja gut, das ist einfach nur Vega 8 integrierte Grafik. Ansonsten sieht man hier oben nochmal Mini-PC 5900X, 32 GB, das sind 3200 MTS. Das habe ich auch nochmal nachgeschaut. Die M.2 1 TB, wie eben schon gesagt, eine Kingston. Und das ist auch schon das gute Stück. Also man sieht wirklich jeden Fingerabdruck drauf, wenn man da so ein bisschen drauf patscht, weil diese Oberfläche so ein bisschen angeraut ist. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Auf jeden Fall hat er zweimal USB 3.0 hier vorne, Ein- und Ausschalter, USB Typ-C ist auch mit am Start. Eine Kombibuchse für Kopfhörer und Mikrofon und hier ganz normal das LED-Lämpchen, ob die SSD gerade irgendwas tut. Hier sieht man auch schon so ein bisschen dieses Kühldesign, wenn man es so nennen kann. Das gleiche haben wir auf der anderen Seite auch. Und jetzt wird es richtig interessant. Wir haben hier nochmal dreimal USB 3.0, nochmal USB Typ C, einen Netzwerkanschluss. Das hier ist der ganz normale Stromanschluss. Zweimal HDMI und einmal DisplayPort. Also ihr könnt angeblich bis zu 4 Monitore anschließen. Wenn ihr über die Standardanschlüsse geht, habt ihr halt ganz normal 3 Monitore. Ich denke mal, der vierte soll über USB-C realisiert werden. Mit dabei ist auch noch so ein HDMI-Kabel, 8K, UHD, naja, ob ich dem Ding da so trauen kann, ich glaub's denen jetzt einfach mal. Und das hier ist eine richtig coole Nummer, das ist ein VESA-Mount. Damit könnt ihr diesen PC sogar an eurem Monitor anbringen, sofern er denn diese VESA-Anschraubpunkte hat. Die modernen Monitore bringen das eigentlich mit. Also die Monitore, die ich in den letzten 5 Jahren so gekauft habe, die haben alle diese Lochblenden. Das ist, glaube ich, einmal 80 und einmal 100 mm. Das ist einfach nur dieser Abstand hier zwischen. Und das passt eigentlich für alle gängigen Monitore. Und ich würde mal sagen, wir schrauben das Teil jetzt einfach mal auf. Dafür haben wir hier an der Unterseite einfach diese 4 Füße, die kann man direkt abschrauben. Und dann kann man die ganze Nummer auch schon auseinandernehmen. Die Schrauben, die fallen auch nicht raus, also die sind fest. Hier sieht man noch so ein Flachbandverbindungskabel. Und hier sieht man auch schon das Innenleben. Hier ist ein Wärmeleitpad, darunter die Kingston NV2. Hier hat man zweimal den Arbeitsspeicher, also zweimal 16 GB, insgesamt 32 GB, 3200 MTS. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal ein Wärmeleitpad. Das könnt ihr dann einfach abziehen, schraubt hier eine zweite M.2 SSD rein und legt dann das Wärmeleitpad oben drauf. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich werde diesen unteren Teil jetzt erstmal nicht rausnehmen. Wir wollen ihn ja noch ein bisschen testen. Nicht, dass ich irgendwas kaputt mache. Ich schaue später nochmal, ob ich es irgendwie ausgebaut kriege. Aber die hauptsächlichen Sachen, die man selber auch tauschen kann, wie eben den RAM bis zu 64 GB oder eben eine zweite SSD oder so, die sieht man ja sowieso. Es hat übrigens einen Grund, warum ihr eben diese Testbench noch gesehen habt in der Anfangsaufnahme. Ich wollte euch mal dieses Größenverhältnis zeigen. Wir haben jetzt hier den CPU-Kühler. Ich stelle jetzt den PC einfach mal daneben. Der ist so groß wie der CPU-Kühler. Das ist schon beachtlich, also wenn man sich das Teil hier so anguckt, wie gesagt, das ist nur eine Testbench, Full ATX, ja. Aber das Teil ist einfach so groß wie der CPU-Kühler. Und hier habt ihr jetzt nochmal so einen Größenvergleich zu einem normalen Monitor. Also die Kiste steht einfach nur daneben. Wie gesagt, könnt ihr auch einfach dahinter schrauben, wenn ihr da Lust drauf habt. Das BIOS ist übrigens ein ganz normales Legacy-BIOS. Also man sieht hier oben auf jeden Fall 8 Kerne, 16 Threads, 3338 MHz. Das entspricht ungefähr dem Basistakt. Die 32 GB RAM mit 3200 MHz hier im BIOS angegeben. Was ich ganz ehrlich gestehen muss, die Grafikeinheit, die hier drin ist, zieht sich normalerweise 512 MB an Grafik-VRAM von dem RAM-Speicher weg. Wir können das auf maximal 2 GB stellen. Das reicht aber für normale Spiele wie Valorant und Overwatch eigentlich völlig aus. Ihr könnt natürlich jetzt nicht erwarten, dass ihr mit diesen 2 GB auf Ultra spielen könnt, aber auf mittleren bis hohen Einstellungen geht es auf jeden Fall.
Ansonsten haben wir hier die CPU-Lüftergeschwindigkeit, das sind jetzt 2600 Umdrehungen und ja, die hört man. Ich habe mir ein paar Reviews angeguckt zu der Kiste. Die Leute, die behaupten, dass das Teil leise sei, die spinnen einfach. Es gibt natürlich so ein Fan-Control, dass man hier auf Silent gehen kann, aber dann werden die Temperaturen natürlich höher und das macht ja keinen Sinn. Ich review den jetzt so, wie er vom Werk aus kam, bis auf die Tatsache, dass ich der Grafikkarte halt ein bisschen mehr Speicher gegeben habe. Ansonsten sehen wir hier bei der SSD Kingston SNV2S, also das ist die NV2, wie der Name schon sagt, mit 1 TB. Und ihr könntet potenziell natürlich noch eine zweite dabei stecken. Was ich aber gut finde, direkt als ich den PC aufgestartet habe, war Windows schon vorinstalliert. Also ihr wart in dieser Anfangsroutine, wo ihr dann ein paar Fragen beantworten müsst, die Microsoft gerne beantwortet hätte. Und dann seid ihr auch schon direkt in Windows 11. Ich habe hier auch schon ein paar Sachen vorinstalliert. War Thunder, Valorant, Overwatch, dann haben wir noch Counter-Strike, PUBG, Apex. Das habe ich alles getestet, die Benchmarks seht ihr gleich dazu. Und hier haben wir mit CPU-Z auch noch ein paar technische Daten. Also der Ryzen 5900X hat eine maximale TDP von 45 Watt. Auch die müssen gekühlt werden und das ist eine Lautstärke. Das testen wir, wie gesagt, gleich noch. Das ist die Cizen-Architektur in 7 Nanometer. Die ist jetzt nicht der aktuellste, ist aber trotzdem ein guter Prozessor, ein Mobile-Prozessor. Beim Mainboard sehen wir auch Asus Tech Computer Inc. PN52. Das ist das Mainboard, was hier drauf ist. Ich hatte online tatsächlich mal nach ein paar BIOS-Update-Versionen gesucht, aber ich habe da leider nichts gefunden. Ist aber egal, funktioniert auch so. Beim Arbeitsspeicher DDR4 32 GB mit 1600 MHz mal 2 natürlich 3200 MHz in dem Fall dann. Natürlich sind die Timings mit CL22 jetzt nicht so geil, aber das ist ja auch kein Standard-RAM, sondern extra in dieser kleinen Bauweise. Und bei der Grafik sehen wir AMD Radeon Graphics Vega, das ist Vega 8 in dem Fall, mit einer TDP von 15 Watt, auch in 7 Nanometer. Dann starten wir jetzt auch mal Cinebench. Ich greife das über eine Capture Card ab, das heißt, dieses Bild hier wird nicht bleiben. Ihr werdet gleich auf jeden Fall die Temperaturen sehen und ich werde mein Mikrofon dranhalten und das Dezibel-Messgerät, dass ihr da mal eine Ahnung von kriegt. Und den Final Score schauen wir uns natürlich dann auch an. Also wir haben jetzt noch circa 30 Sekunden auf der Uhr. Ich halte jetzt einfach mal mein Mikrofon hier an den PC dran. Dann habt ihr mal ungefähr eine Ahnung davon, was das für eine Lautstärke ist. Ich hole jetzt gleich auch nochmal das Dezibel-Messgerät und dann messe ich das Ganze nochmal. Also ich halte das Teil jetzt wieder davor mit 10 cm Abstand. Und da haben wir jetzt circa 45 Dezibel. Man sollte meinen, dass 45 Dezibel jetzt nicht viel ist, ne? Aber ich sage euch ganz ehrlich, diese Art von Frequenz, wenn das jetzt so ein Brummen wäre, dann wäre das noch egal, aber das Ding macht Piep und das ist halt übelst nervig. Klar, es ist jetzt unter Volllast, wann habt ihr das mal? Aber keiner kann behaupten, dass das Teil irgendwie leise sei. Mir ist gerade noch was in den Sinn gekommen. Wir haben ja so einen Silent-Modus da in dem BIOS drin. Ich würde jetzt einfach mal hergehen, den aktivieren und dann nochmal Cinebench machen. Dann schauen wir uns nochmal die Temperaturen an und natürlich die Taktrate bzw. den Score, ob der sich verändert hat und eben auch die Lautstärke. Also wir haben jetzt einen finalen Score von 10.600 Punkten. Wir hatten eine Maximaltemperatur von 84,9 Grad. Bei einer TDP von, ja, 56 Watt hat er sich mal gezogen, aber der war meistens so bei 30, 35 Watt. Und jetzt machen wir den Silent-Modus rein. Hier haben wir es auch schon, Fan Control Standard Mode. Und den stellen wir jetzt auf Quiet Mode, speichern das Ganze und dann machen wir nochmal den Test. Also wir haben jetzt hier noch 4 Minuten auf der Uhr. Er ist bei 71 Grad, was schon mal deutlich weniger ist. Aber ich glaube, dieser Quiet Mode macht gar nicht mal den Lüfter langsamer, sondern beschneidet so ein bisschen den Prozessor. Das werden wir aber gleich am Score sehen. Der ist auf jeden Fall deutlich leiser geworden. Halten wir jetzt nochmal das Messgerät mit 10 cm Abstand daneben. Ja, haben wir 39 Dezibel. Und das ist recht angenehm. Der macht jetzt auch nicht mehr dieses Pfeifgeräusch, sondern einfach nur so wie so ein kleiner Lüfter. Also der tüdelt da so vor sich hin. Das ist schon okay. Ich halte jetzt auch nochmal das Mikro daneben. Also man merkt auf jeden Fall einen Unterschied. Und hier haben wir jetzt auch das Endergebnis mit 10.090 Punkten. Das sind jetzt 600 Punkte weniger gegenüber dem anderen Score. Aber gegenüber der Lautstärke, die wir eben hatten, und die Temperatur,
Würde ich den Quiet-Modus tatsächlich anlassen. Ich habe die Benchmarks mit den Spielen jetzt im ganz normalen Modus gemacht, ohne Quiet, weil die paar Punkte, ja, das macht schon ein bisschen was in den FPS aus. Aber wir haben die Möglichkeit, ihn leise zu stellen und dann geht's auch einigermaßen. Und wie gesagt, es ist Volllast. Wann macht man das mal? Wenn man jetzt natürlich Videoschnitt oder ähnliches macht, dann ist das vielleicht ganz interessant. Aber ansonsten, ja, wenn man ganz normal Office-Arbeiten macht, wird der nicht so laut sein. Kommen wir auch zu den Gaming-Benchmarks. Hier haben wir Apex Legends auf Full HD in Medium-Einstellungen. Da sind wir im Schnitt bei ca. 50 FPS. Bei Counter-Strike GO 1080p, das ist der Benchmark, der interne aus dem Workshop, auf hohen Einstellungen sind wir bei ca. 84 FPS im Durchschnitt. Bei Fortnite 1080p auf Medium, da sind wir im Schnitt bei 69 FPS, da hatte ich aber einige Frame-Drops. Bei Overwatch 2 1080p, also Full HD, hohen Einstellungen sind wir im Schnitt bei 114 FPS. PUBG auch auf Full HD in Low Settings, da hatte ich auch so einige Frame-Drops, da sind wir im Schnitt bei 50 FPS, aber lasst es einfach, das macht keinen Spaß. Valorant wiederum läuft im Schnitt bei 153 FPS auf Full HD und hohen Einstellungen, sehr sehr gut optimiertes Game. Und War Thunder läuft im Schnitt bei 70 FPS, da hatte ich auch keinerlei Probleme in Full HD und Medium Settings. Kommen wir wie immer zum Fazit. Also dass das jetzt hier keine Gaming-Kiste ist, ist klar. Man kann aber damit ein bisschen zocken, wenn man darauf Lust hat. Der ist hauptsächlich dafür gedacht, Office-Arbeiten oder vielleicht ein bisschen Videoschnitt zu betreiben. Und dafür finde ich ihn echt okay. Es gibt natürlich Systeme, die sind noch ein bisschen günstiger, dann in dieser Vollbauweise. Zum Beispiel Hardware-Rad hatte mal, glaube ich, für 450 Euro oder 470 Euro so einen Gaming-PC. Der hat natürlich mehr Leistung als jetzt dieses kleine Teil hier. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, je kleiner die Bauweise wird, desto teurer werden diese ganzen Geräte. Und auch schon wie am Anfang gesagt, so ein Handy mit 1200 Euro oder so, das kaufen sich die Leute halt dann auch. Und wenn man wirklich was Kleines haben will, was man vielleicht sogar verstecken möchte, so hinterm Monitor, dass man nicht den ganzen Tisch so vollgepackt hat oder unterm Tisch irgendwie ein PC stehen hat, dafür ist das echt eine coole Sache. Das Teil bringt auch genug Anschlüsse mit, man kann es noch erweitern, man kann 64 GB RAM reinbauen, wer auch immer das macht. Aber eine zweite SSD ist eine coole Sache, der Prozessor hat wie gesagt genug Leistung und ich finde das echt in Ordnung. Von den Dingern gibt es natürlich auch andere Modelle mit aktuelleren Prozessoren, ein bisschen mehr Grafikleistung, verschiedene RAM-Auswahlmöglichkeiten, man kann auch nur 16 GB nehmen oder ähnliches. Das hier ist jetzt diese Standardausführung. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung, die haben auch aktuell so einen Discount-Code, müsst ihr mal schauen, da haben sie dann nochmal 50 Euro runter oder so. Aber ja, das war der Test zu diesem Geekom-PC. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und eure Meinung auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.